aktuell sind ja sehr viele Menschen auf Social Media transfeindlich. Ich bin transfeindlich, du bist transfeindlich, RCS ist transfeindlich und jetzt ist Leon Mascher anscheinend auch noch transfeindlich. Das sagt zumindest die gute Pfefferoni. Wir schauen mal rein, ne? Lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt mir auf Twitch. Zweiter Link in der Beschreibung, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr. Das wäre super. Transfeindlichkeit ist ja in letzter Zeit auf YouTube ein... Alter, ist das Video leise. ...etwas größeres Thema. Nachdem der liebe Salat... Ist immer noch zu... Warum redet sie über mich, hä? Matt ist ja lauter. Bruder, wirklich, das macht mich hier fertig. Ami ein Video des deutschen Transgender-Models Lucy Helmbrecht kritisiert hat. Dazu hat eine Influencerin, die selbst Male-to-Female-Trans ist, ein Transfeindlichkeit ist ja in letzter Zeit auf YouTube ein etwas größeres Thema. Nachdem der liebe Salami ein Video des deutschen Transgender-Models Lucy Helmbrecht kritisiert hat. Dazu hat eine Influencerin, die selbst Male... Ich wurde einfach kritisiert teilweise, ne? Dass ich gesagt habe, dass es eine TikTokerin ist und nicht gesagt habe, dass sie eine Schauspielerin ist. Alter, was stimmt denn bei manchen Leuten nicht? Ja, dann ist sie halt eine Schauspielerin, aber sie ist auch eine verschissene TikTokerin, hä? Da krieg ich die Krätze. Narrenstein, danke für den Subgift. Gut so, ja, dann geht's mir doch direkt wieder besser. Vielen, vielen Dank. Doch, keine Krätze, du hast mich gerettet, ja. Ich war kurz davor. Vielen Dank für die Heilung. Danke für den Subgift, dann paralysiert. Der erste Subgift. Vielen, vielen Dank. Zu Female Trans ist, ein Video gemacht und sich sehr über ihren Typen, also ihren letzten Dating-Typen aufgeregt, weil der sie verlassen hat, weil er herausgefunden hat, dass sie trans ist. Das Video von ihm kann ich euch sehr gerne mal in der Infobox verlinken. Allerdings lassen wir heute mal den armen Salami in Ruhe und reden über... Es ist verlinkt. Gott sei Dank. Ja, hätte ich dir auch empfohlen, sonst würde ich wegstriken. Was ist das hier eigentlich? Wer hat an die Wand geschissen? Seht ihr das? Irgendwer hat hier wirklich an die Wand geschissen. So sieht es aus. Eine etwas ältere YouTube-Bekanntheit, die vor kurzem auch mit einem etwas transfeindlichen Werk polarisiert hat. Es geht um Leon Mascher. Leon. Für die von euch, die Leon Mascher vielleicht noch nicht kennen, Leon Mascher ist ein deutscher YouTuber mit knapp über 2 Millionen Abonnenten. Seine Videos sind bekannt dafür, sehr unterhaltsam zu sein und teilweise auch sehr provokant. Ich habe mal seinen YouTube-Kanal ein bisschen durchanalysiert und durchgeforstet und dort findet man tatsächlich auch sehr viele Pranks, Wetten oder halt auch einfach schlichtes Clickbait. Also das mit dem... Digga, immer diese Videos mit Locke früher. Ey, wirklich, ich checke nicht. Also ich habe Leon Mascher nie geschaut, also ich war nie ein Leon Mascher-Fan oder so. Klar hat man hin und wieder mal irgendwas mitbekommen, aber ich habe nie verstanden, wie Leute wie Leon Mascher und ApoRed, KS Freak und so weiter bekannt werden konnten. Ich hab nie im Ansatz verstanden, warum das so war. Dem Pranks ist ja nichts so Neues, weil Leon Mascher durch diese Pranks hauptsächlich an Bekanntheit dazu gewonnen hat. Aber so oder so, Leon Mascher weiß, wie man polarisiert und wie man im Gespräch bleibt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch ja auch noch an Hydrohype von Marvin Wildhage. Dort hat er eine selbst erfundene Creme verschiedenen InfluencerInnen zugesendet, einfach nur zum Testen, wer einfach für irgendein Produkt Werbung macht, ohne das Produkt zu kennen, zu testen oder gar sich die Inhalte des Produkts durchzulesen. Steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi Kaka Seed Oil. Dieses Produkt hatte auch Leon Mascher zugesendet, der daraus wiederum wieder einen Prank gemacht hat. Sie macht einfach halbe Leon Mascher-Biografie. Den ich zur Abwechslung auch ziemlich unterhaltsam und kreativ fand. Ich weiß, viele denken, ich bin strohdumm, aber dachte... Ja, auch zum Teil zu Recht, dass viele das denken. Ihr wirklich, ich bin so strohdumm, ich frag mich, wie man darauf reinfallen könnte. Geht das überhaupt? Ein Blick aufs Etikett hat für mich sofort das Kartenhaus zum Zusammenstürzen gebracht. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Grund, warum ich dieses Video mache.
Am 10. Februar 2024 veröffentlicht... Ganz kurz, ne, Pfefferoni. Kurze... Also was heißt Kritik, aber ein Tipp? Ja, es ist ein Tipp. Also hätte ich mir das Video privat angeschaut, hätte ich entweder mitten in das Video reingeskippt oder das Video schon wieder ausgemacht. Weil... Ja, irgendwie, es wirkt so ein bisschen schläfrig, so ein bisschen langsam. Also es ist ja okay, wenn es ihr Style ist, aber es wirkt trotzdem so ein bisschen... Ja, I don't know, das ist so... Wisst ihr, es... So 3 Minuten, wir sind jetzt 3 Minuten in und es ist halt noch nichts, es ging noch nicht einmal um das Thema, wisst ihr? Also das nur so als Tipp, vielleicht das so ein bisschen knackiger oder ein bisschen, oder am Anfang sagen, eine Zeit einblenden, wann es quasi richtig losgeht oder so. Endlich der Leon Mascher seine neue Single Ladyboy. Aber es ist nur mein Geschmack, vielleicht seht ihr es auch anders. Der Song löste eine Debatte über die Darstellung von Transgender-Personen in der Musik aus und ja, fassen wir es kurz. Kritiker sehen hinter Ladyboy die Verbreitung von Transphobie und fordern mehr Akzeptanz und Toleranz. Ich habe dieses Lied tatsächlich auch nur über diese Diskussion gefunden, weil ich eines Abends ein bisschen durch TikTok herumgeswiped habe und dann ein Video gefunden habe, wo eine TikTokerin sich darüber aufgeregt hat, was für ein Label so ein Lied produziert und unter seinem eigenen. Ich hoffe, das wird auch noch gezeigt, das Lied. Veröffentlicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich höre mir in meiner Freizeit wenige Leon Mascher-Lieder an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Der Lunatic, vielen Dank für deinen einen Bit. Aber bei mir ist es eher selten der Fall. Ja. Ich wünschte, ich könnte euch das Video noch einblenden, aber leider habe ich vergessen, wer die Creatorin war und finde es auch nicht mehr in meinen Liked-Videos. Mascher selbst verteidigt seinen Song als Ausdruck seiner künstlerischen Freiheit. Er betonte auch noch zusätzlich, dass er keine Transphobie verbreiten wollte, sondern einfach schlichtweg eine Geschichte erzählen wollte. Geschichten aus dem Paulanergarten. Also jetzt mal no front, aber seine Rechtfertigung klingt mehr wie eine ausgedachte Geschichte als das Lied selbst. Weil dafür, dass er eine Geschichte erzählen möchte, kommt in dem Lied ganz schön wenig Text vor. Und bitte reden wir auch gar nicht erst darüber. Jetzt muss ich in das Lied reinhören. Leon Mascher, Werbung hat einfach funktioniert. Leon Mascher, Lady Boy. Lass mal ein Foto machen, komm, auf geht's. Digga, immer bin ich auf dem falschen Account. Schon hart. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, Spaß. Aber es geht schon wirklich hart. Also no jokes. Es ist schon Malle-Hymne. Sie ist ein Lalala, Lalala, Ladyboy, Lalala. So ab 3 Promille auf Malle, Ballermann kann man sich schon geben, glaube ich. Lalala, Ladyboy, Lalala, Lalala. Aber total inhaltslos, ne? Und ich kann auch die Kritik verstehen an der Stelle, muss ich auch sagen. Weil halt Frauen, Transfrauen halt nur darauf quasi reduziert werden, ne? Also ist schon nicht so cool. Über wie Leon Mascher Transgender ausgesprochen hat. Transgender. Mit nem Transgender. Transgender, Digga. Also ich habe dann auch den Text von Ladyboy etwas genauer unter die Lupe genommen. Und das ist halt schon etwas heftig. Also ich kann euch gerne mal ein paar Zeilen vorlesen, damit ihr auch versteht, worüber... Hätte ich vielleicht auch noch gemacht. Ich hätte mir gleich mal das Transkript von dem Ding angehört. Durchgelesen und gesagt. Aber was ich bisher gehört habe, die 3 Passagen da... Ja, also es muss halt einfach nicht sein. Ne? Das ist einfach... Ja, uncool, ne? Weil erstmal werden Transfrauen dadurch sexualisiert. Irgendwie. Und es könnte auch bei vielen quasi vermitteln, dass alle Transfrauen unoperiert sind, ne? Über ich hier spreche. Er sah sie an der Bar mit blondem, langem Haar. Ihr Körper wunderbar mit einem Implantat. Bitte was? Gut. Das war halt, das fand ich jetzt noch am unkritischsten, muss ich sagen, weil ich meine, auch nicht
Transfrauen, also Cis-Frauen, können ja ein Arschimplantat haben. Ist halt sehr auf das Äußerliche reduziert, aber jetzt nichts krass Verwerfliches, finde ich. Bitte was? Schon die ersten Zeilen reduzieren eine Person komplett auf ihr Äußeres und auf... Ja gut, aber das ist halt Musik, ne? Also man muss auch irgendwann mal realistisch bleiben, ne? Das ist Musik. In der Musik, also hör dir mal einen Rap-Text an, da werden nur Frauen aufs Äußerliche reduziert. Ich kenne keinen Rap-Song, in dem es dann nicht in einer Zeile mindestens mal darum geht, gefühlt. Also, und auch bei Malle-Hits ist das einfach typisch, so. Da werden Cis-Frauen sexualisiert, da werden Trans-Frauen jetzt sexualisiert, so ist es halt, ne? Das ist Musikfreiheit. Kunstfreiheit, ob man das gut findet oder nicht, ist natürlich die andere Frage. Aber da Leon Mascher jetzt für ausgerechnet zu kritisieren, ja, okay. Ihrer körperlichen Merkmale. Und dann geht's natürlich so weiter. Sie wurden in Team, er war sofort verliebt, doch später im Hotel klang die Stimme etwas tief. Ja gut, das ist halt so eine Sache, die dann eher nicht so muss, ne? Bitte was? Und dann haben wir noch diesen wunderbaren Prä-Refrain. Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit einem Transgender darum gemacht. Er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh. Also das Einzige, was da weh tut, war mein Kopf, nachdem ich mir das Lied anhören musste. Bro, sie macht Dad-Joke an Dad-Joke. Ich meine, da wird die Erfahrung eines Freundes, der mit einer Transfrau intim wurde, komplett verspottet. Als wäre es irgendwie was Peinliches oder was Unangebrachtes mit einer... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das finden soll. Er ist halt auf Jokic gemeint und so auf Malle-Dings. Ich glaube nicht, dass da Leon Mascher irgendeine Transfrau diskriminieren wollte. Ja, wie seht ihr es, Chat? Was sagt ihr? Ja. Transperson private Momente zu teilen. Aber wie gesagt, ich bin ja offensichtlich nicht die einzige Person, die dieses Lied nur widerlich findet. Und wisst ihr, was ich jetzt aber daran am schlimmsten finde? Viele Leute hören dieses Lied und nehmen diese Botschaften einfach so hin, ohne darüber nachzudenken, wie schädlich sie eigentlich sein könnten. Bitte was? Aber ich bin mal ehrlich, ich finde, im Jahr 2024 können wir dann auch mal aufhören. Schon mal einen Schwanz auf E gesehen. Was ist E? Testosteron? Nee, warte mal. Das Östrogen? Es abzustempeln als, ja, so ist halt Ballermann-Musik. Oder so ist halt Deutschrap. Man kann ja auch... Ja, aber so ist halt Ballermann-Musik und so ist halt Deutschrap. Also das ist so. Also wenn, dann muss man halt, finde ich, dass man das schon dazu sagen muss, wisst ihr? Weil es ist halt diese freie Kunst, in der halt sowas einfach extrem typisch ist. Und ich kann es absolut verstehen, wenn man sowas nicht cool findet, aber dann halt logischerweise überall, ne? Und die Frage ist auch, wenn man keine Transgender-Menschen mehr diskriminieren dürfte, aber bei Frauen ist es weiterhin okay, so, wisst ihr? Ist dann halt auch, I don't know. Ich finde halt, manche Zeilen von Leon waren wirklich nicht in Ordnung. Real Talk, so kann man kritisieren. Aber insgesamt finde ich es schon okay, in einem Ballermann-Song auch Frauen zu, also wisst ihr, in solchen Texten so zu dingsen, wenn man das auch bei Cis-Frauen macht. Also wenn schon, denn schon, ne? Gute deutsche Musik machen mit gleichen... Also der Song ist scheiße. Ach, wie soll ich das richtig erklären? Mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Diskriminiert doch einfach niemand. Ja. Auf der anderen Seite, ich kann das schon verstehen, aber auf der anderen Seite ist diskriminiert ja nicht krass. Also ich finde, das ist sexistisch, aber jetzt nicht diskriminierend, finde ich jetzt persönlich. Gleichen Rhythmus und gleichen Beat, ohne dass man gleich verachtend werden muss. Definitiv nein. Was ist eure Meinung? Findet ihr es in Ordnung, wenn solche Lieder am Ballermann gespielt werden? Oder
Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich transfeindlich ist, das Lied. Ich würde es jetzt eher einfach bisschen übertrieben, bisschen uncool, ein bisschen problematisch und sexistisch nennen. Aber ob das jetzt wirklich transfeindlich ist, dafür müsste ich mir mal das ganze Transkript da durchlesen. Oder dass man alle solche Arten von Songs einfach verteidigt, als es ist halt Deutschrap, es ist halt Ballermann-Musik. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, wie immer würde ich mich auch sehr über ein... Aber sexualisiert sie ja nicht als Frau, sondern speziell als Transfrau. Ja. Verstehe ich. Aber Cis-Frauen werden ja auch aufgrund ihrer Cis-Geschlechtlichkeit diskriminiert, ne? Kann man ja genauso sagen. So, jetzt lese ich mir mal das scheiß Transkript hier durch. Gibt's eins? Nein, gibt's nicht. Ey, wer macht denn ein Lied ohne Lyrics? Man sieht übrigens, wer die Lyrics geschrieben hat. Carl Carell. Das schaue ich mir jetzt mal an. Wer ist Carl Carell? Carl Carell. 1920? Ich glaube, das ist ein anderer Carl Carell, mein Bester. Hier, das... Das ist so ein... Get Accepted oder so. Naja. Google, da gibt es sicher die Lyrics. Leon Mascher Ladyboy Lyrics. La 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 la. Er sah sie an der Bar mit blondem langen Haar, ihr Körper wunderbar mit einem Arschimplantat. Sie wurde intim, er war sofort verliebt, doch später im Hotel klang die Stimme etwas tief. Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit einem Transgender rumgemacht. Er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh. La 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 la, die geile Sau sah aus wie eine 10. Ladyboy, Ladyboy, Ladyboy und den Rest, den sauft er sich halt schön. Schlauch, Schlauch, Schlauchbootlippen, Lippen, hammergeiler Schlitten. Ihr Arzt war ein Profi, woher sollte er das wissen? Kurven in der Jeans. Sie war genau sein Typ, auch wenn er weiß, sie lügt, wenn sie sagt, sie heißt Jacqueline. Puh, was ein Arschtext, Bro. Der Text wurde aus dem Arsch gezogen, bei aller Liebe. Also Karl, das war's nicht an der Stelle. Ja, es ist sexistisch, aber ich find's jetzt... Also es gibt Schlimmeres, aber coole Aktion ist es mit Sicherheit nicht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ja, hört den Song einfach nicht, dann supportet ihr das auch nicht. Aber ihn da jetzt als Transfeind zu betiteln, finde ich dann auch etwas over the top an der Stelle. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Schaut bei dem Originalvideo vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Im Vergleich zu vielen anderen Songs ist es im Rahmen bezogen auf die Thematik, ist es Mist, ja. Denke ich auch. Es ist halt alles auch sehr, es ist auch ziemlich offen gehalten, muss man sagen, ne? Also er beschreibt halt den Körper die ganze Zeit. Also quasi immer so, sie ist ultra, ultra geil, aber sie hat einen Dick. So ist quasi, sind die Strophen die ganze Zeit aufgebaut. So, erst hammergeiler Körper, krasser Arsch und dann war die Stimme zu tief. Und dann später Schlauchbootlippen, hammergeiler Schlitten, Arzt hat alles richtig gemacht, Kurven in der Jeans, genau der Typ. Aber, und so weiter, ne? Ja. Ja, weiß ich ja nicht. Finde, es ist bloß Talent. Check ich nicht. Naja, sie lügt, wenn sie sagt, er ist Jacqueline. Ja, okay, den habe ich übersehen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht so cool ist. Das stimmt. Ja, es ist... Finde es beschämend. Ja, Mathilda, verstehe ich. Verstehe ich. Aber es hebt sich jetzt nicht krass vom Niveau ab. Nach unten oder nach oben
von den anderen Malle-Hits, muss man sagen. Also, wenn ihr euch mal andere Malle-Hits anschaut, das ist kein Stück schlechter vom Niveau her. Vor allem 10 von 10, der Rest schön auf mir halt das Geschlechtsteil, ne? Schneehäschen, das meinte der. Miriam, herzlich willkommen, by the way. Freut mich, dass du zum Start bist. Wie geht's dir? Was es keineswegs besser macht. Klar. Was war das nochmal neulich, als irgendwer irgendeinen Rapper kritisiert hat? Ich finde das halt immer so schwierig, ne? Wenn einzelne Leute so. Also wisst ihr, bei aller Liebe, die Leute, die halt so einzelne Rapper kritisieren, weil sie sexistisch sind oder so, solche Lieder, die hören sich halt selber sowas an. Ihr könnt darauf wetten, dass Pfefferoni sich zum Beispiel selber auch so übel sexistische Lieder anhört. Genauso wie ich das auch mache. Ich höre mir übelste frauenfeindliche Lieder an. Das ist einfach so. Da kann sich eigentlich keiner von freisprechen. Ja, und so, wie soll ich das sagen? Ja, egal, wir machen das Thema zu. Es ist halt hier, also es wird halt hier eher die, also ich will das nicht supporten, was er sagt, ne? Ich kritisiere das natürlich auch, aber ich sehe es so, dass er hier quasi dieses Ladyboy-Image sexualisiert und nicht Transfrauen an sich. Wisst ihr, dieses thailändische Ladyboy-Shit? Checkt ihr? Die so damit selber werben quasi und so. Weil Transmenschen, also Transfrauen, nennen sich ja nicht selber Ladyboy. Wisst ihr, das ist ja ein Unterschied. Aber dass es natürlich auch ein negatives Bild auf andere Transmenschen wirft, ist natürlich scheiße, ne? Und viele können das nicht differenzieren. Und auch das ist nicht in Ordnung, aber das ist ein super schwieriges Thema. Ich denke halt irgendwie, dass man einfach, wenn man Lieder macht oder generell, wenn man sich im Internet oder irgendwie äußert, auch nicht im Internet, dann sollte man einfach darauf achten, dass man einfach Sachen macht, die niemanden verletzen irgendwie, ne? Das wäre am besten.